Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und Habitere aus Weihern, südöstlich von München und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich wie immer bei meinen Sponsoren bedanken, beim Winzerhof Neustifter aus Großschweinbad im südlichen Weinviertel. Vielen Dank, lieber Bernie, für deine Weißweinspenden. Und bei meinen lieben Freunden vom Musikhaus Wottruber in Wien. Mein heutiger Gast ist sozusagen ein Bindeglied zwischen Volksmusik, Blasmusik, Tanzelmusik, Egerländermusik, Familienmusik. Er ist ein gelernter Flügelhornist, er spielt Harmonika, fantastisch. Seine Familienmusik gibt es schon seit über 100 Jahren, aber dazu später mehr. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Mitmachen, lieber Max Obermüller. Servus, grüß dich. Lieber Max, in dieser Musiklernzeit freut es mich umso mehr, dass du mich eingeladen hast zu dir nach Hause in Weihern. Wir sitzen da bei dir in der Stube vom Elternhaus. Und ich nutze jetzt einfach die Gelegenheit, um dir ein paar Fragen zu stellen, die was ich schon immer über dich wissen wollte. Ja, sehr gerne. Gespielt haben wir ja schon miteinander. Haben wir also schon, genau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Also du hast ja Flügelhorn, Trompete gelernt, spielst jetzt hauptsächlich Harmonika. Ja, das ist richtig. Wie waren deine ersten Begegnungen, Berührungen mit der Musik, mit der Blasmusik überhaupt? Das war im Kindergarten und zwar da haben wir Flöten spielen müssen, oder? Genau. Und ich habe aber eine gehabt, die war in G gestimmt. Jetzt habe ich da nicht so direkt dazu gepasst. Dann hat mir die Mama eine gekauft und ich habe halt Blockflöten gespielt im Kindergarten. Das war einmal so das Erste und habe aber schon ein Schlagzeug gehabt auch daheim und so weiter und so fort. Also da war ich ja erst 6. Und habe aber dann mit 8 Jahren habe ich dann steirische Harmonika angefangen zum Spielen und auch schon Trompeten. Und mit 11 Jahren habe ich Knopfakkordeon gelernt beim Georg Schwenk, das ist ein bekannter Akkordeonist. Und dann ist einmal ein Zahnspanger gekommen, dann habe ich Tenorhorn gespielt in der Zeit und dann habe ich sozusagen mit 2 Instrumente musiziert, also ein Knopfakkordeon und Trompeten. Trompeten habe ich dann später auch studiert, zuerst in Innsbruck 2 Jahre und dann in Linz beim Weidenberger Sepp. Und dann habe ich mein Studium aber aufgehört, weil im Hofbräuhaus halt einiges an Auftritten gekommen sind und die habe ich dann bedient, genau. Also schon von frühester Kindheit? Ja, durch das, dass auch mein Vater Musiker ist und eigentlich meine ganzen Vorfahren immer schon Musiker waren, ist bei mir auch so gewesen, aber ich habe natürlich schon einen Beruf gelernt und zwar die Maurerlehre. Habe ich absolviert beim Stadlerjacke in Pünzenau, das war mein Chef. Das war eine tolle Zeit, da habe ich 3 Jahre Maurer gelernt und habe einen Gesellenbrief gemacht. Und ja, danach bin ich halt zum Studieren dann gegangen. So war das. Also du hast jetzt schon einige Themen da angeschnitten. Lass mich das jetzt einmal sortieren. Eine Frage generell zur Obermüller Familienmusik. Mir ist der Name Obermüller das erste Mal begegnet, als Südburgenländer, wie ich mir die Obermüller Heftel gekauft habe. Ja. Die Obermüller Heftel, wo deine Stickel, deine Arrangements drinnen sind, dann die Obermüller CDs, die Quartettaufnahmen, was da gibt. Erzählen Sie mal ein bisschen was über die ganze Obermüller Familienmusik und die Dynastie. Der Michael Obermüller, das war mein Ururgroßvater, das war Jahrgang 1846. Der hat dann im Jahre 1886 eine Blaskapelle gegründet, und zwar die Blaskapelle Obermüller und den Obermüllerschen Zitterclub. Also die haben quasi eine Blasmusik gehabt und eine Zittermusik zum konzertmäßigen Gebrauche und für kirchliche Anlässe und für Vereine. So ist das
losgegangen. Und das war diese kleine Blasmusikbesetzung mit 10, 11 Leuten. Genau. Typisch altbayerisch. So ist Begleitung mit Posaunen, kein Schlagzeug nicht dabei. Und auch damals noch keine Klarinetten. Mhm. Reine Blechbesetzung. Ja, reine Blechbesetzung. Und wie hat sich dann diese ganze Obermüller-Musik dann weiterentwickelt, Anfang 20. Jahrhundert? Weil ihr spielt ja hier jetzt noch in verschiedensten Besetzungen. Ja. Von Trio, Quartett bis hin zur Blasmusikbesetzung. Ja, es war eigentlich immer, also früher war es immer eine Blasmusik. Und der Zitterclub, den hat es eine Zeit lang gegeben. Es hat auch eine Zeit lang die Streichmusik gegeben, quasi Salonorchester, wie man so sagt. Und es hat sich halt weiterentwickelt bis zur jetzigen Zeit, dass die verschiedenen Kapellmeister, meine Vorfahren waren natürlich auch beim Militär und haben da Erfahrungen gesammelt, Noten gesammelt und so weiter. Und jetzt ist es halt so, dass man halt hauptsächlich in der kleinen Besetzung spielen, mhm. Im Wirtshaus, genau. Du hast vorher schon gesagt, auch die Verbindung zum Hofbräuhaus, wie du das Studium beendet hast, es sind so viele Auftritte gekommen im Hofbräuhaus. Du richtig, spielst ja. Das haben wir ja schon ein paar Folgen vorher von der Iris erfahren, mit der was du immer zusammen spielst. Ja. Eigentlich fast jeden Tag im Hofbräuhaus. Ja, also jetzt ist es nicht mehr so extrem, aber ich habe schon viel gespielt. Also die Zeit so von 2010 bis 2020, da war ich schon viel unterwegs, auch viel im Festsaal umgespielt und so weiter. Das war viel, da war viel zum Tor. Mhm. Genau. Da gibt es ja einen riesigen Pool von Musikern. Ja, schon viel. Dass immer wer Zeit hat und dass du ein Radl hast, was sie ja, dass abwechselt. Einfach, genau, dass einfach die Gerechten benannt sitzen. Und das ist so das Ziel von mir, was ich immer schon verfolgt habe. Ja, aber das ist total cool, weil das gehört im Hofbräuhaus dazu, wie der Schweinsbraten, die Knödel und das Bier. Gehört Musik auch dazu. Das ist einfach so. Thema Obermüller-Musikanten, was ich vorher gesagt habe, auch die Heftel. Mhm. Mittlerweile gibt es schon 4 Folgen. Von der Wirtshausmusik gibt es 4, ja, genau. Von der Wirtshausmusik gibt es 4. Die Wirtshausmusik ist ja eine Quartettbesetzung, genau. Für die es noch nicht kennen. Ein Flügelhorn, ein Tenor, ein Akkordeon und ein Bass. Und ein Tuba. Minimalste Besetzung. Ja, kann man natürlich ausweiten, dass man ein Schlagzeug dazu tut oder jetzt dann die neue CD, da sind wir dann zu 6, das sind dann 2 Flügelhörner, Tenorhörn, Akkordeon, Tuba und Schlagzeug. Okay, es ist nicht böhmisch, nicht Tanzelmusik, genau inzwischen eigentlich. Ja, wir haben schon ein paar böhmische Sachen haben wir auch dabei. Ja, so unser Stil halt, gell? Mhm. Das was ich schreibe und der Bab und der Hügler weiß die. Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt, wie ich mit euch gespielt habe, jetzt vor 2 Monaten im Hofbräuhaus, wenn man die Mappen durchbladelt, hast du irrsinnig viele Volkslieder schon bearbeitet. Da in dem bayerischen Raum, sage ich jetzt einmal, ja, gibt's also das ja macht hauptsächlich der Bab, die Bearbeitungen, der Bab, okay. Ja genau. Der hat eigentlich so am meisten geschrieben. Was mich fasziniert auch von dieser ganzen altbayerischen Blasmusik, ich habe ja auch vom Edelmann Kordl ein paar CDs gekriegt, wenn man sich das anhört, ein Polka, was mir zum Beispiel irrsinnig gut gefällt, ist Hans im Glück. Mhm. Man hört da schon aber auch immer ein bisschen einen Bezug zur Tschechei aus. Es tut immer sehr böhmisch oder es ist oft sehr böhmisch angebracht. Ja, das stimmt. Mir hat die Musik auch immer schon gefallen. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass wir, wenn man ganz weit zurückgeht, dass wir von da drüben abstammen. Mhm. Das habe ich aber noch nicht so ganz nachrecherchiert. Also, um 1700 umeinander tauchen wir schon auf da in Bayern. Wirklich war. Aber was vorher war, das weiß ich nicht. Vielleicht sind wir irgendwo von Wagen runtergesprungen. Auf der Durchreise? Ja. Kein man Zeit. Weiß es nicht. Alles muss man nicht wissen, Max. Nein. Thema Volksmusik, Leben im Hofbräuhaus. Erzähl uns ein bisschen einmal noch so einen kurzen Tagesablauf. Es wird ja auf 2 Sessions immer gespielt, Nachmittag und auf Nacht. Wie funktioniert denn das? Wie das funktioniert? Also reden wir jetzt einmal von der Zeit, wo wir gerade sind. Ja. Gut, weil vorher war ja noch viel mehr, vor Corona ist ja noch viel mehr gespielt worden. Dann erzählt es. Ja, genau. Also das war das Hofbräuhaus in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal vor der Corona-Krise, das war super besucht. Es war ein unheimlich vielfältiges Musikprogramm jeden Tag. Also das heißt, es ist jeden Tag, Mittag in der Schwemm,
haben wir gespielt unter der Woche, am Wochenende die Gaskapellen. Es war jeden Tag Mittag Musik und abends bis 11:30. Also Mittag von 12 bis um 4 und auf die Nacht dann von 6 bis um 11:30. Und das jeden Tag, nur nicht am Karfreitag und an Allerheiligen. Da war keine Musik. Und dann ist aber nur der erste Stück, das Brustübel, da wo mein Vater oft spielt auch, mit Klavier und mit einem Schlagzeuger oder mit einem Geiger, da ist auch jeden Tag Musik gewesen, abends. Gell? Und dann halt auch noch im Festsaal, der war fast jeden Abend war da was los. Entweder für Firmenfeiern oder so, oder auch Kulturveranstaltungen, Verleihungen, alles mögliche. Mhm. Oder halt für Reisegruppen, je nachdem. Und dann hat es noch die Nebenzimmer gegeben, da waren immer Veranstaltungen, wo zum Beispiel der Herbert Pixner gespielt hat, etc. Und Faltenradio und so weiter. Also alles mögliche. Also ein unheimliches, wie ein Bienenhaus. Mhm. Da wo sich was rührt, da wo was los ist. Da wo gegessen und getrunken wird und Musik spielt. Na, hoffentlich wird das wieder so aktiv. Ja, hoffentlich, ja. Momentan ist ja nur so, dass unten gespielt wird. Momentan hat nur die Schwemme geöffnet, genau. Und da ist halt Mittag eine Musik, von 12 bis 4 Uhr. Und dann abends, ja, haben wir ja die Sperrstunde um 10 Uhr schon. Das ist halt dann von 5:30 bis 9:30, weil um 10 Uhr muss halt momentan alles draußen sein. Genau, so ist es. Das ist jetzt einmal das Große, was mit dem Hofbräuhaus zum tun hat. Ja. Du komponierst, haben wir gehört, du machst deine Hefteln. Wie funktioniert das bei dir? Du hast eine Idee, schreibst das auf oder fällt dir was ein während dem Spielen? Ja, wie es jetzt zum Beispiel so war, wie wir die Igerle in der CD aufgenommen haben, die zweite, da hat es geheißen, ja, es war gerecht, ein paar neue Stückel und so. Und, ja, gut. Und da war ich ja gerade in Kalabrien im Urlaub bei meinem Freund, bei meinem Spätzl. Und ja, da habe ich schreibe das mit Bleistift, wenn mir was einfällt, dann schreibe ich es nieder. Genau. Und dann, mei, es gibt sie, das halt Tenorhorn oder Flügelhorn, je nachdem, wo ich halt was haben will, und dann gebe ich es einen Weißti oder einen Weib zum Arrangieren. Mhm. So mache ich das. Okay. Genau. Und wo die Harmonie, wo ich es haben möchte. Okay. So. Hast du schon angeschnitten gerade, kleine Egerländer-Besetzung. Du hast für die kleine Egerländer was komponiert, für die neue CD. Ja. Du hast auch für den Ernst Hutter, für die Egerländer. Das gibt es in große Besetzung große, auch. Genau. Ich frage jetzt einfach ganz blöd, weil für mich als Südburgenländer ist das total weit weg. Wie bist du überhaupt in die kleinen Egerländer reingekommen? Natürlich über den Wasti. Nein, das stimmt nicht. Gar nicht? Nein. Das ist ganz anders gewesen. Das ist ganz anders gewesen. Okay. Das war so. Der Leibbäder, der Bassist, der hat in München Tuba studiert. Und wie ich noch Flügelhorn gespielt habe, das war im Jahr 2007, da habe ich bei Allgäu 6 ausgeholfen. Und da habe ich ja schon so über den Sommer so 8 bis 10 Mal habe ich da schon ausgeholfen bei Allgäu 6. Und da war der Leibbäder auch mal dabei. Und da haben wir auch gerade im Hofbräuhaus gespielt mit Allgäu 6. Und da ist der Leibbäder zu mir dann danach hergegangen und hat gesagt, ja servus, grüß dich, du, ich studiere da in Minga, spiel mal ab und zu. Der hat natürlich schon gewusst, dass ich halt im Hofbräuhaus auch die Einteilung mache, beziehungsweise damals mehr noch der Papa, aber dass ich halt regelmäßig spiele. Und dann hat er mir seine Visitenkarten in die Hand gedruckt, da ist drauf gestanden, Peter Leib, Tuba, E-Bass. Und das ist aber noch so ein Gag, wie wir jetzt mit den Egerländern spielen. Und so wie ich da dazugekommen bin, und dann verzeihe ich das, dann müssen die Leute ein bisschen schmunzeln. So war das. Dann habe ich einen Leibbäder kennengelernt und habe mit ihm eigentlich zu zweit oben im Breistübel gespielt, mit Akkordeon und Tuba. Mhm. Und so hat man sich kennengelernt, dann haben wir mal zu viert gespielt. Und 2008 erst habe ich einen Weißti kennengelernt, einen Hügelauer Weißti. Erst 2008, den hat mir der Huber Stefan einmal mitgebracht. Da haben wir mit Blasmusik, also quasi Obermüller Musikanten, der Papa war auch dabei mit der Quetschen, da haben wir so eine 10er-Partie im Hofbräuhaus haben wir gespielt und dann ist der Weißti war da dabei. Da war er erst 18, da habe ich ihn kennengelernt. Genau. Und seitdem sind wir eigentlich benannt und dem wir miteinander spielen und was unternehmen. Weil es ist so arg, geografisch seid ihr gar nicht weit auseinander. Nein. Aber trotzdem, erst hast du ihn kennengelernt, wie er 18 war. Ja, so, Huber Stefan habe ich vorher schon kennt. Mhm. Genau, und dann habe ich ihn Weißti kennengelernt und dann war es so, dann hat der Leibbäder, das ist ungefähr 10 Jahre her, zu mir einmal gesagt, du, kann ich die Hutterbuben einmal mitnehmen ins Hofbräuhaus, können wir mal spielen. Da war der Edgar Werle dabei, der Hutter Martin,
Ich habe Quetschen gemacht, der Leitbeter Tuba und der Hutter Stefan Schlagzeug. Da hat man sich halt da einmal kennengelernt. Man hat einmal eine Firmenfeier gespielt, da war der Hutter Martin dabei. Ja gut. Und eines Tages ist halt das Telefon gegangen und der Hutter Martin hat angerufen und hat gesagt, du, hast du Zeit, ob wir nicht eine Probe machen mit einer kleinen Besetzung? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, da komme ich natürlich gern. Und das war der Hutter Martin mit dem Flügelhorn, der Moschberger Christoph auch mit dem Flügelhorn, dann der Hutz Alex, Tenorhorn, der Müller Michi, Bariton, der Leibbäder, Tuba, ich, Akkordeon und der Stefan mit dem Schlagzeug. So haben wir das erste Mal probt und sind wir zusammengekommen. Und da haben wir dann noch nicht so ein Video gemacht und dann sind wir nochmal zusammengekommen und dann habe ich halt gesagt, da gehört der Trompeten dazu und dann hat halt das alles so seinen Lauf genommen und der Weißti ist dann da dazugekommen, der Hüglauer. Und seitdem ist die Besetzung so, wie wir es kennen. Genau. Das war im Jahr? Das war 2013 müsste das 13, sein. Doch schon so lange, okay. 2013 meine ich, haben wir angefangen und 2014 ist dann der, weißt du, hat halt der Ernst natürlich einen Weißti gefragt, dass er kommt und dann haben wir probt halt und seitdem gibt es uns. Ja. Legendär, mittlerweile. Weißt du schon? So hat sich uns ums andere einfach genau, hergegeben. So hat man sich kennengelernt. Mhm. Genau. Mhm. Jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Weil du vorher schon gesagt hast, mit der ganzen Corona-Zeit, jetzt ist das mit den Auftritten total wenig. Gott sei Dank gibt es das im Hofbräuhaus, dass da musikalisch sich was tut. Ja, weil das halt durch die Leute ein bisschen Freude macht, die ganze Gaudi. Ja, ohne dem... Ja, weil sonst wird es dann schon sehr traurig, das Ganze. Genau. Aber du hast ja nicht nur eine abgeschlossene Maurerlehre, sondern du hast ja noch ein zweites Standbein, das wissen die allerwenigsten. Ich finde das so cool. Dein ganzes Landmaschinengewerbe mit den Minibagger und so weiter. Ja, ein bisschen Baugeräte habe ich. Wie ist denn zu dem gekommen? Ja, wie ist zu dem gekommen? Ja, das war, da habe ich ein Hofbräuhaus gespielt. Das interessiert mich nämlich deswegen, nie als leidenschaftlicher Traktorfahrer. Ja, das ist freilich. Das ist interessant. Maschinen haben mir immer schon gefallen. Ich habe auch eine Zeit lang einmal Holz gearbeitet, aber das habe ich dann doch festgestellt, dass ich gescheiter Musik spiele. Da bringe ich mehr daheim. Und das war 2018, ist ein Bekannter zu mir ins Hofbräuhaus gekommen, der war zufällig in Minga beim Einkaufen und der hat halt ein Maurergeschäft, der ist selbstständig und den habe ich schon 6 oder 7 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann ist halt zu mir hergekommen, da ist ziemlich zugegangen, ein Haufen Leute drin, ja, servus, hat er gesagt, und mei, weißt du, du nicht einen Mann zum Helfen, ich habe so viel Arbeit und so weiter. Und dann sage ich, ja, Gerhard, das kann ich machen, weil ich habe noch 3-mal in der Woche Zeit, da wo ich halt Mittag oder nicht gespielt habe. Und so wie Hälfte. Na ja, dann bin ich auf Gemeinde und habe Geschäfte gemeldet. Und dann habe ich da bei dem mitgearbeitet. Das war ziemlich streng, weil ich habe ja, war ja das eigentlich auch nicht mehr so direkt gewohnt. Also der hat mich schon ganz schön zwiefelt, aber das macht nichts. Dann interessiert man sich für das wieder, dann gespannt man, ja, da ist ja ein bisschen Arbeit da. Dann habe ich mir meinen Autoanhänger gekauft. Und mittlerweile habe ich halt 2 Minibagger und einige kleine Baugeräte, die tue ich verleihen, aber ich tue schon das meiste dann selber damit arbeiten. Also du alles Mögliche. Du kennst das Leben von der anderen Seite. Ja, das ist wichtig. Ja. Gerade in der Zeit, genau. Dass man was anderes auch noch tut, ist wichtig. Mhm. Also für mich ist es wichtig. Ja, nur sonst daheim sitzen und warten. Nein, das tun wir ja von Hause nicht, aber das ist halt das, was in Bewegung ist, sage ich. Genau, in deinem Fall die Erdbewegung. Ja, die kleine Erdbewegung. Die kleine Erdbewegung. Jetzt wieder zurück zur Musik. Wie wir da im Oktober gespielt haben im Hofbräuhaus. Bevor ich die Frage stelle, dein Harmonika. Du hast ja gesagt, du hast Steirische gelernt. Das habe ich gelernt, aber dann mit Eifi habe ich dann Knopfakkordeon-Unterricht gehabt. Genau, das ist ja Knopfakkordeon, was du hast. Das heißt, für mich als Nicht-Kenner, das ist chromatisch. Ja, das chromatische System, da gibt es B-Griff und C-Griff. Okay. Ja. Also du kannst sämtlichste Tonarten alles mit dem Knopf verkaufen. Da ist alles drum. Nicht wie bei der Steirischen, dass du limitiert bist. Genau. Okay. Jetzt kenne ich mich aus. Zu deiner Stilistik. Wenn man die hört im Hofbräuhaus,
mit den Obermüller-Musikanten, die Obermüller-CDs, die Quartettaufnahmen. Dann spielt man eine Alpski-Nummer, dann spielt man eine Oberkleiner-Nummer, dann spielt man eine moderne Nummer, dann ist was Bämisches, was Altbayerisches, dann ist eine Egerländer-Nummer. Du spielst alles vom Stil komplett anders und genauso wie es gehört. Du bist überall daheim. Du bist so ein Typ, glaube ich, Oberschl aufmachen und zuhören und spielen. Also du bist jetzt nicht auf einer Schiene fixiert und du spielst aber die Egerländer, bei der kleinen Egerländer-Besetzung komplett anders. Ja. Kannst du das vielleicht? Das kann ich selber nicht so beurteilen. Okay. Aber ich sage halt einmal, mal irgendwas muss ich machen, das interessant ist. Um das geht's. Ich sage auch, wenn ich was nicht kann. Mhm. Ich finde es so interessant, wenn man jetzt, man nimmt jetzt eine 0815 Polka her, die Schotunska, oder also Ich und der Mond oder Vogelwiese. Ja, da muss man halt was machen draus, sag ich. Du übernimmst die Melodie? Ja, unbedingt. Man muss ja die Bläser mal entlasten. Man kann ja nicht, wenn man zu viert spielt und man muss alles durchspielen als Bläser, der Akkordeonist, der macht nur Begleitung. Ja, schöner Gruß. Ja, das kann gleich mal weh. Nein, aber wie du das machst, wenn du die Melodie übernimmst, deine Melodievariationen findest du. Ach so, ja, die haben wahrscheinlich irgendwie anders. Ja, genau, ja. Das wird nie, das kommt einfach so. Und das kommt einfach so, wie es mir gerade einfällt. Wahnsinn. Und bei den Alpski oder die Obergrenzen? Ja, ich bin jetzt ja klar, da gibt es natürlich weitaus, sage ich jetzt hier mal, schon bessere und virtuosere Akkordeonisten für die Obergrenzen. Wir haben halt immer schon ein paar Stickel im Hofbräuhaus gespielt. Obergrenerisch und das taugt mir auch, das mache ich auch gern. Genau. So die Klassiker, ja, was verlangt werden. Genau. Und deine Stilistik jetzt bei der kleinen Egerländer-Besetzung, wenn man sich die CDs so durchhört, das ist von einer kerzengeraden Begleitung bis hin zu Obergreiner-Einwürfen, ist da alles dabei. Ja, das hat man sich halt alles so ein bisschen erarbeitet, das Ganze, was man da so macht. Und das wollte ich fragen, das entsteht so ein bisschen beim Proben. Das entsteht so, ja, mein, da hat man halt auch, am Anfang habe ich halt, ich habe halt auch keine direkten Noten nicht gehabt eigentlich. Also schon mal Klarinetten, Stimmen in B. Und da, mein, ich muss ja einerseits schon begleiten, dass die harmonische Begleitung da ist, wenn man schon ein Akkordeon dabei hat. Und dann halt auch immer mal was Klarinetterisches Einwurf und dann harmoniemäßig halt auch, ja, wie gesagt, da ist halt alles ein bisschen dabei, genau, fällt mir alles ein. Das fällt einfach so ein? Ja. Wahnsinn, cool. Ich bin nicht der hundertprozentige Notenfresser, der bin ich nicht. Ich kann es lesen und bei dir mag ich es auch gar nicht lesen, da spiele ich lieber das, was mir einfällt, genau. Ja, und das macht das Spontane aber auch aus. Eben. Das ist auch, glaube ich, für den Zuhörer viel interessanter. Ja. Und auch wenn man jetzt ein Stickel schon von der CD kennt und man hört es dann live und es ist ein bisschen anders, ja, ist ja das, ich finde das gerade cool dann, wenn es jetzt nicht immer so hundertprozentig ist, wie man es auf der CD kennt, sondern wenn da ein bisschen eine Variation drin ist, dass man merkt, hey, die Burschen spielen live. Ja, das ist ja folgendes, für mich ist ja das Live-Spielen und wenn da Publikum da ist, das mag ich so gern, einfach. Und das ist halt momentan so schade, dass das quasi, dass kein Konzert nicht so direkt möglich ist, weil da ist halt dann keine Interaktion nicht, weißt du, wenn einmal 500 Leute unten hocken oder einmal vielleicht eine Bierzeit oder was weiß ich, das ist doch schön, wie man da spielt und die Leute haben eine Freude und die Musiker haben auch eine Freude. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und dass auch jeder den anderen auch mag und dann kann man da was Tolles machen draus. Mhm. Das ist wichtig. Ja, das sind so die Eckpfeiler. Genau. Dass man Freude hat und dass der eine einen anderen mag und dann kann man auch mit dem Publikum interagieren. Ja. Wobei das im Hofbräuhaus ja oft auch relativ schwer ist, stelle ich mir vor. Also an dem Abend, was ich mit euch gespielt habe, da ist ja irrsinnig viel Laufpublikum. Ja, das stimmt schon. Leute vorbei, rechts, links, Kölner und relativ stressig. Dabei war es da gar nicht so stressig. Nein, das ist ja eigentlich im Endeffekt ruhig. Also relativ ruhig, wenn im Gegensatz zu was vor zwei Jahren los war, oder vor drei. Aber trotzdem hat man dann immer Leute, auch in dem kleinen Trubel, der dann vorne stehen bleibt beim Geländer. Ja, ja. So, hey, das war cool. Ja, ist ja klar, ist ja was Besonderes. Mhm. Genau. Das macht das Live-Spielen aus. Vor allen Dingen, wir haben viel Platz da drin, geht da kommen. Das ist jetzt keine kleine Wirtschaft, nicht das Hofbräuhaus, also ist schon sehr groß. Ja. Und das ist halt immer schon interessant gewesen, dass da eine Musik spielt. Wenn man bedenkt, wirklich Allerheiligen wird nicht gespielt. Ja, und am Karfreitag. Und am Heiligabend auf Nacht, da ist auch keine Musik nicht gewesen. Mhm. Und sonst jeden Tag.
Die Öffnungszeiten waren auch früher so, also das ist um 9 Uhr haben die aufgesperrt und bis 11:30 ich habe Musik gespielt, da war dann Schankschluss und bis noch die Leute mal draußen waren, da hat schon mal 12:30 auch mal wehen können oder so. Mhm. Und dann am nächsten Tag um 9 Uhr ist schon wieder aufgesperrt worden, da haben dann schon die ersten wieder so rein. Wahnsinn. Und um 12 Uhr schon wieder Musik. Mhm. Mhm. Und da habe ich, wie gesagt, mit 14 Jahren das erste Mal gespielt im Hofbräuhaus. Das ist quasi schon über 20 Jahre her. Jetzt bin ich 35, genau. Da hast du schon was erlebt. Da habe ich schon viel erlebt, ja. Ich bin schon mit vielen Musikern zusammengekommen. Es war schon ein bewegtes Leben, sage ich jetzt einmal. Und wo wir sonst auch überall gespielt haben. Es war sehr viel los. Deine ganzen Auftritte, was du bis jetzt gespielt hast mit deinen 35 Jahren, was du erst bist, was sticht da für dich außer als Highlight, wenn du jetzt sagst, egal ob das jetzt eine Konzertreise war oder im Hofbräuhaus oder irgendein anderer Auftritt, was sind so Highlights, was hängen geblieben sind? Ja, da gibt es viel. Also da gibt es ganz viel. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Das war, ich habe immer versucht, dass eigentlich jeder Auftritt, dass der schön ist und der Spaß macht. Aber man hat schon tolle Sachen erlebt. Wir haben zum Beispiel einmal auch für eine Firma gespielt, hinten am Königssee, für die Firma Peri. Schallungsbau, das ist ja sehr bekannt, weltweit bekannt. Da sind wir hintergefahren mit dem Boot auf St. Bartholomä und das war dabei der Berger Martin mit der Tuba und ich habe Quetschen gemacht und der Hügler Weisti und der Gröllhans. Da hat der Gröllhans den Erzherzog Johann Jodler gespielt, weiß ich, das Echo halt, Königssee. Ja, und dann sind wir weitergefahren hintere und dann haben wir da die Feier gespielt und bei der Nacht wieder zurück mit dem Boot. Also da war es gewiss schon elf auf Nacht mit Licht. Das war schon mal so, sag ich jetzt mal so vor, also eine Firmenveranstaltung, da bist du nur ein Beiwerk. Das ist ja, weißt du, dass halt der Musik da ist. Aber das war schon ein tolles Erlebnis, sowas. Oder wenn man halt irgendein Festival einmal spielt oder so, oder Woodstock mit der kleinen Besetzung, das war einmal toll, wenn da 10.000 Leute vor der Bühne sind, ja. Das sind so Erlebnisse. Jetzt haben wir dann, letztes Jahr haben wir noch in Marbella gespielt unten, das haben wir dreimal verschoben. Ja, es war ein Geburtstag für einen russischen Unternehmer, das war auch toll, das war nicht weit weg von Gibraltar. Da haben wir musiziert und wir sind schon viel umeinander gekommen, in Belgien haben wir schon mal gespielt. Und in, ja, Gibraltar? Ja, in der Nähe von Gibraltar haben wir da gespielt. Ja, genau. Wie kommt der zu euch? Der war ein Hofbräuhaus drin. Ah, okay. Das war noch 2019, wo wir noch nichts gewusst haben von der ganzen Virusgeschichte. Okay. Da war ein Hofbräuhaus drin und ist ein Schwimmen und dann ist er auf zum Vater und hat quasi gesagt, hört haben sie da so ein bisschen umeinander da auf Englisch, ja, er möchte die Musik da haben. Und dann hat der Papa gesagt, daheim, du, da schreibt dann einer, der möchte euch kommen da in Marbella unten. Da habe ich gesagt, ja, das wird da eh nichts, das ist ja alles ein Schmarrn, aber das ist dann schon zustande gekommen. Super. Das war, der hat das schon ernst gemeint, der hat seinen 60. Geburtstag dann gefeiert und wollte quasi halt, der hat über 5 Tage gefeiert, wollte quasi unser Musik halt da haben. Genau, dann sind wir hingeflogen und haben gespielt. War gut. Das kann ich mir vorstellen. Das hat passt, ja. Mal eine andere Umgebung. Ja, cool. Ich habe schon viele tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben auch einmal mit der kleinen Egerländer Besetzung im Elsass gespielt. Das ist jetzt vielleicht so 4 Jahre her oder was. Das war sogar in der Wiesnzeit. Das war von so einem Blasmusikclub, also ein Abendessen. Und das war immer, das waren 5 Gänge und wir haben immer wieder dazwischen gespielt mit der kleinen Egerländer Besetzung und haben aber dann auch das Menü mitgegessen. Das war auch ein tolles Erlebnis. Wie gesagt, an meiner Seite schon auch der Hügler, weißt du, das ist super, wir verstehen uns sehr gut, haben schon viel miteinander gemacht und wir haben gute Freunde und das macht dann einen Spaß. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genauso wie mit die Burschen von der Mühldorfer Region, die sind ja bei mir im Hofbräuhaus auch vertreten, die Wimpeck-Brüder, dann der Hofmann Matthias und der Stadler Martin. Mhm. Also da hat man schon viele tolle Erlebnisse gehabt, was man gespielt hat und auch noch hoffentlich noch erleben wird. Das sind lauter hochkarätige Namen. Ja, ja, schon. Ja. Das war mir aber wichtig. Ich habe als Junge, was heißt jung, sind wir ja alle noch,
Aber wie ich da so angefangen habe mit meiner Blasmusik, ich meine, der Wurst, das war halt schon auch wie mein Vorbild, weißt du, da war ich so 10, 11 Jahre alt und habe Schallplatten von dem immer gehört, das hat mir gefallen. Mhm. Das war meine Sache. Mhm. Also das hat mich schon sehr inspiriert. Ja, der Ernst Mosch taucht und überall hat, auf. Ja, genau, und der hat auch mit guten Leuten gespielt. Und ich habe mir gesagt, wenn du erfolgreich werden möchtest, dann brauchst du auch gute Leute. Und nur so geht's. Mhm. Und menschlich müssen sie auch zusammenpassen. Das ist oft schwieriger wie musikalisch. Schon sehr viel erlebt, aber du hast ja da in deinem Gebiet da, da seid ihr gesegnet, muss ich sagen, also mit so viel hochkarätigen Supermusikanten, ja, die so im Umkreis waren. Das passt schon. Gut. Wir haben da in der Region gute und so, also wir haben den Berger Martin, das ist ja auch, wir haben ja viel zu zweit gespielt. Irgendwie. Der Berger Martin, muss man dazu sagen, ja. Der ist Hufschmied. Ja. Und eigentlich kein gelernter Bassspieler. Ja, aber er kann es. Aber er spielt fantastisch. Ja. Also ich habe das nicht gewusst, dass er Es gibt viele Musiker, ja, also er hat ja schon Unterricht gehabt, er hat schon bei meinem Vater gelernt, aber jetzt er hat nicht studiert und das muss man ja auch gar nicht. Und da gibt es einige, wie gesagt. Iris ist gut drauf, dann der Heinz Ruppert auch, sehr guter Flügelhornist, der wo bei mir dabei ist auch. Es gibt gute Musiker, die müssen nur zueinander finden und einer muss zusammenbringen. Das war eben mein. Ich habe schon viele Leute zusammengebracht. Das stelle ich mir nämlich auch schwer vor. Trotzdem, Pool für die guten Musiker, was du hast, fürs Hofbräuhaus oder für die anderen Formationen, du musst das ja immer so einteilen oder du musst ein Gespür haben dafür, was passt gut zusammen, ja, wer passt gut zusammen, wer vertragt sich gut und ja, welche Konstellation ist vielleicht, obwohl die jetzt auch super gute Musikanten sind, passt es nicht so gut. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja, also ich könnte auch Zirkusdompteur werden, wenn ich nicht Musiker war oder Kapellmeister. Aber da brauchst du einfach Hand dafür. Das ist wichtig. Ja, und vor allem, ich stelle mir das auch wirklich schwer vor, wenn du so hochkarätige Leute hast, lauter Alpha-Tiere. Ja, so ganz so ist es nicht. Also aber schon, das muss man halt, da brauchst du halt ein Gespür dafür, wenn du das magst. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Hofbräuhaus drin, eine Obergräner-Besetzung ins Leben gerufen. Das ist auch nicht schlecht, das macht der Gröllhans, das ist sein Weder und die haben da einen Riesenspaß. Und irgendwann, wenn es mal wieder richtig aufgeht, dann freue ich mich. Weil dann braucht man das Ganze. Wenn einmal wieder mehrere Leute kommen. Das hoffe ich schon. Aber ja, irgendwann wird es ja doch so weit sein. Ja, das war schon gerecht. Jetzt wird es bald 2 Jahre im Film. Ja, genau. Und wir lassen uns nicht unterkriegen. Genau so ist es. Das hilft nichts. Für die ganzen Auftritte, Obermüller-Musikanten, Hofbräuhaus, Musikerpool, wer sind für die beeindruckendsten Musiker von damals und von heute, deine Musiklegenden, deine Vorbilder? Meine Vorbilder in der Musik, ja. Natürlich schon mal der Ernst Mosch, der Otto Ebner, das ist auch ein Begriff. Altbayerische Blasmusik wieder? Genau. Von meinem Opa, die Cousine, war mit Otto Ebner verheiratet, das Hannerl Obermüller, also da ist ja quasi eine Verbindung da. Wir haben ja die Noten von der Blaskapelle Otto Ebner. Der war damals in München halt oder in ganz Bayern sehr bekannt. Der hat auch viel live im Rundfunk gespielt. Also wie gesagt, der Otto Ebner, der Ernst Mosch. Natürlich auch der James Last. Für mich sind auch solche Musiker wie der Elton John. Das ist für mich einfach, da bin ich hingefahren, auch auf die Konzerte hat mir das angehört. Genau, und so weiter. Was mich viel inspiriert hat, als Jugendlicher, da war ich 14, 15 Jahre, das waren die Straubinger Volksfestmusikanten. Da sind wir hingefahren und das hat mir gefallen. Das war so unscheinbar, die sind auf der Bühne geguckt und haben eine super Blasmusik gemacht und das hat sich im Laufe der Jahre halt natürlich weiter ausgebaut. Das haben wir jetzt 3 Posaunen dabei. Früher war da noch einer mit der Orgel, aber das war Christian Höcherland, der Trompeten. Also das war schon eine tolle Sache. Das hat mich inspiriert. Da haben wir jedes Jahr an das Gelbundfest runtergefahren. Wie weit ist das weg da von Bayern? Das sind 180 Kilometer. Das doch so weit. In Straubing. Ja, ja. Straubing, okay. Das ist, kann man sagen, das war unser Volksfest zum Fortgehen, war das Gelbundfest. Und das ist ja das zweitgrößte Volksfest in Bayern, was es so gibt. Und wie lange haben die gespielt oder wie oft? Die haben immer am Nachmittag gespielt. Die haben so das Gelbundfest, das meine ich, wie lange haben das? 10 Tage, meine ich, gedauert oder so. Ja, und die haben halt unter der Woche
haben die immer von 12 Uhr Mittag bis um 5 Uhr auf Nacht gespielt. Mhm. Franz Gersbrenn war auch dabei in den Anfangszeiten. Also schon mit dem, wo ich ja auch jetzt regelmäßig oder ab und zu halt im Hofbräuhaus spiele. Genau. Und das hat mir gefallen, was die da machen. Da waren wir oft, ja. Sehr oft. Sehr vielseitig einfach auch. Also ich hätte nicht gerechnet so mit Elton John und so. Also du bist in ja, alle schon. Oder Bereiche. Toto zum Beispiel, die Band. Ja, ja. Ja, das gefällt mir schon, was die treiben. Super. Waren wir auch schon zweimal. Haben wir schon gehört. Ja, weil es einfach eine gute Musik ist. Ja, das für ist mich. Sehr gut. Ja, ja. Absolut, absolut. So, wir haben die schönsten Auftritte, die beeindruckendsten Musiker, Pandemie, Egerländer, das ganze Zeug alles. Ein Tipp, eine Musikempfehlung. Deiner Meinung nach, welche Band, welches Orchester, welche Formation sollte jeder Musikliebhaber einmal gehört haben? Komplett egal, welches Genre oder mehrere Genres. Da gibt es viel. Also ich sage einmal, die alten Bert Kämpfert, Hugo Strasser, James Last, Pippi Linhart und so weiter. Und dann in der Blasmusik halt ein Mosch, die Egerländer. Die Basics immer und die Wurzeln eigentlich auch. Wenn man sich mit einer Musikrichtung befasst und beschäftigt, muss man ein bisschen, glaube ich, den Werdegang auch verstehen, wo das herkommt, damit man das auch richtig interpretieren kann. Wenn du auf einer einsamen Insel jetzt warst. Ja. Darfst du nicht, packst du deine Zahnbürstel ein und ein paar Sachen und du darfst nur 3 CDs mitnehmen. Was darfst du mitnehmen? Wahrscheinlich darf ich gar keine mitnehmen. Gar keine, eine Playlist. Darfst du eine Playlist machen? Ja, wahrscheinlich darf ich gar keine mitnehmen, ja. Gar keine. Oder das Akkordeon. Oder so, ja. Oder ein Backer. Dass man so umgerum. Die Insel. Genau. Machst du die Musik selber? Ja, also wenn ich CDs mitnehme, die darf schon in Richtung Blasmusik schon ernst mosch wahrscheinlich, darf ich mitnehmen. Genau. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Ja, das ist einfach die Musik, die mich als Kind inspiriert hat. Mhm. Das war das eigentlich. Als Kind habe ich keine Obergräner habe ich nicht gehört. Mhm. Aber die Blasmusik, da bin ich nicht mehr weggegangen von den Plattenspieler. Mhm. Ja, und vor allem, glaube ich, einen Obergräner gibt es da auch nicht so. Doch. Live. Live schon. Echt? Okay. Ja, ja. Ja, die 80er, 90er Jahre noch, da waren, oder 70er Jahre, da haben schon überall einen Haufen Obergräner umeinander gespielt. Obergräner-Gruppen und auch in der Wolfseehalle im Fischbauhau. Ja, der Aussinnig und die Alpski, die haben da schon regelmäßig gastiert. Mhm. Also das ist schon verbreitet bei uns, Obergräner. Muss man sagen. Okay. Immer noch? Immer noch. Das hören die Leute alle noch irgendwie gern. Ja. Okay. Wer ist der Lieblingskomponist in der Blasmusik? Der Lieblingskomponist in der Blasmusik, weil da gibt es auch viel. Da gibt es zum Beispiel einen Franti Segmanas, den wo ich ganz gern mag. Oder einen Blaha, der wo die Herz Schmerzbrücker geschrieben hat. Hottowi zum Beispiel. Hottowi, ja. Ja. Super schön. Ja, ja, mag ich schon gern. Den kann man ganz schwer einordnen. Der Hottowi ist nicht mährisch, aber er ist auch nicht böhmisch. Der ist genau in der Mitte. Die schwarzen Augen zum Beispiel. Sehr schön, ja. Oder das Glöckchen. Oder was gibt's? Die Winterrose. Winterrosen. Genau. Ja, der hat schöne Melodien geschrieben. Und so weiter und so fort. Ja. Dein liebste Polka? Mein liebste Polka? Momentan 2 Tränen. Karel Watzek. Fantastisch. Ganz ein großer in der Blasmusik. Ja, die höre ich momentan am liebsten. Ich wechsle da irgendwie. Mhm. Dann habe ich das Lieblingsstückel und dann das und das. Welcher Walzer? Welcher Walzer? Erinnerung an Herkulesbad. Traum. Ja. Da sind so viele Ideen drin. Ja, super da, ist der, ja. Da kannst du 5 Walzer draus machen, ja, eigentlich. Der ist wirklich gut. Mhm. Lieblingsmarsch? Lieblingsmarsch, der Geburtstagsmarsch vom Ferdinand Kühne. Oder wenn man das als Marsch zählt, Stunden, die man nie vergisst. Mhm. Ja. Super Komposition. Natürlich auch immer wieder Marsch der Medici. Der ist auch immer gut. Das ist meiner. Ja, wirklich. Ja, das super. Trio. Ja. Das ist ein guter Marsch, den spielen wir auch. Und funktioniert in jeder Besetzung. Wenn es denn ihr spielt, oder wenn Franz Bosch mit den Inbrückler, oder wenn das in böhmischer Besetzung, Blaskapellen, das ist einfach, finde ich, eine gewaltige Komposition. So ein Trio. Max, deine Projekte, deine Visionen für die Zukunft, wenn jetzt im Frühling dieser düstere zweite Corona-Winter vorbei ist und wieder alles offen ist und nur mehr gespielt wird überall,
Was hast du für Ideen, für Projekte? Ja. Gibt es neue CDs? Ja, gibt es schon. Du hast sicher auch viel geschrieben jetzt. Ja, eher weniger. Ich habe so eigentlich schon ewig nur Arbeit. Und ich schaue mir lieber, dass das Geschriebene, was man schon geschrieben hat, lieber gespielt wird. Ja. Weil es ja so viel Sachen gibt und es wird ja immer noch mehr. Ja. Also, ja. Genau. Also, wir haben ja im April letztes Jahr eine neue CD aufgenommen, zu sechst. Und die ist jetzt schon geschnitten, weil das alles ein bisschen dauert. Und die mischen wir dann einmal und die sollte im Frühjahr rauskommen. Und eine neue Internetseite bin ich gerade dabei, dass ich mache. Genau, das sind jetzt einmal die musikalischen Projekte. Und dann geht es ja sowieso, wenn wieder was, wenn es wieder aufgeht zum Spielen, dann muss ich ja schauen, dass ich das Ganze organisiere. Weil ich habe ja früher teilweise bis zu 8 Auftritte an einem Tag organisiert. Also 5 war ganz normal, dass man 5 Sachen an einem Tag, 5 Musikspielereien an einem Tag gehabt hat. Wie organisierst du das? Sitzt du da wirklich in deinem Büro und organisierst das oder machst du das so nebenbei? Ja, mobil, also wenn ich da unterwegs bin oder was, dann mit dem Telefon halt. Ja, und das geht, wenn du auf dem Minibagger sitzt oder irgendwo. Und ja, klar, freilich, hey, sowieso. Da hast du einen Kopf, da ist das 5 Partien. Ja, Wahnsinn. Ja, muss ich. Also, das ist natürlich schon eingespielt gewesen, geht damals. Das war schon, also jetzt ist ja sehr wenig los, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich habe schon bis zu, also 7 oder mal 8 Sachen an einem Tag. Das war dann schon, das ist dann auch schon viel. Ne, und hat es da auch so Bannen gegeben, dass mal was nicht hingehauen hat? Selten. Nein, selten. Ich habe selten was vergessen. Ich habe ein paar Mal was vergessen. Das ist keine Handvoll, vielleicht 4-mal was, dass ich mal wirklich mal was vergessen habe. Nein, gar nicht du, aber dass dann auch noch nicht so gekommen ist. Weil, weißt du, die waren jetzt eingeteilt. 7, 8 Partien und dann, okay, der. Ja, was ab und zu war, das ist, dass einmal einer zu viel gekommen ist von den Musikern. Aber lieber zu viel, es wird zu wenig. Ansonsten ist wenig passiert. Gut, zu viel, das geht. Auch von den Kundschaften her, die waren eigentlich die meisten, oder waren eigentlich immer zufrieden. Genau. Ja, das nimmt haben wir frei gehabt, das ist so. Es war eine tolle Zeit, muss ich sagen. War schön. Und ich hoffe, dass es halt wieder mehr aufgeht. Auch für die Jungen ist das auch so schlimm, die Corona-Krise. Weil, wenn die den ganzen Tag vor einem Kasten hocken und vor YouTube, ich meine, das ist alles recht und schön, aber das ist ja nicht unser Leben. Unser Leben ist ja, dass einmal wieder eine Bierzeit steht, dass einmal wieder ein Verein eine Feier macht, ein Weinfest oder sonst irgendwas und natürlich Konzerte und so weiter und so fort, das Oktoberfest, einmal, dass einmal wieder eine Messe ist, dass die Leute einmal wieder wohin gingen und dass sie die immer wieder treffen. Das ist ja ganz wichtig. Ich bin auch neugierig, weil du vorher das kurz angeschnitten hast. Es wird eh so viel geschrieben. Du hast gar nicht so viel geschrieben, sondern Nein. Du hast nur die CD aufgenommen. Ja. Ich lasse mir da über recht der Zeit ein. Also es trinkt ja nichts. Es läuft ja nichts davon. Es trinkt mir nichts. Wir haben jetzt gesagt, ja, auf Weihnachten, das schaffen wir nicht mehr. Oder jetzt bringen wir es halt dann nächstes Jahr raus, halt zum 135-jährigen Jubiläum. Das war halt letztes Jahr. Wenn man rechnet von 1886, also haben wir halt jetzt 135 Jahre. Weiß ich, und da bringt man die CD raus. Du, der Menzel Sepp hat auch 26 Jahre, nicht 25 Jahre Jubiläum. Zum Beispiel, also, ja. Ist nicht genau. So tragisch. Aber das, was ich sagen wollte, es ist sicher jetzt in diesen letzten 2 Jahren extremst viel geschrieben geworden daheim, weil die Leute einfach vor dem Computer gesessen sind, ja. Viel weniger gespielt haben, viel mehr Zeit daheim gehabt haben. Und dieses unglaubliche Angebot, was da jetzt wieder entstanden ist, und die ganzen Ideen, das wird jetzt wieder auf den Markt gehauen. Genau. Das ist ein Überangebot wieder. Ja. Und da finde ich es richtig, was du gesagt hast. Wichtig ist, dass eher das, was man hat, gespielt wird. Ja, klar. Wir haben so viel Sachen. Genau. Ja. Wir können ja stundenlang spielen. Wichtig ist, dass er wieder gespielt wird. Genau. Und wie gesagt, dass die Leute zusammenkommen. Der Wirt vom Hofbräuhaus, der hat einmal ein gutes Zitat gesagt, wir leben von der Begegnung. Das ist ja das eigentlich. Das ist wichtig. Ja, das sagt sehr viel aus. Ich habe da noch eine Frage gestellt, bevor wir zum Schluss schon langsam kommen. Welches war die beste oder schlechteste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Oder wenn ich das jetzt umformuliere, du hast ja gesagt, wie die Auftritte im Hofbräuhaus immer mehr geworden sind in deiner Jugend. Ja. Hast dann die entschieden, okay, mit dem Studium, mit dem Trompeten nicht weiterzumachen. Genau. Bereust du das heute oder findest du, dass das wieder so machen? Nein, das war die beste Entscheidung, dass ich quasi 2009 mein Studium gelassen habe, bin ins Hofbräuhaus gefahren,
habe da natürlich mit den Eltern, weil die haben mich ja gefragt, du, wir brauchen die, weil das wird ein Haufen Sache, um im Festsaal mit 5 Tagen in der Woche noch zusätzlich spielen und organisieren. Und das war meine beste Entscheidung. Damit zwar ein paar Studienkollegen, unter anderem auch der Huber Stefan, gesagt, ah, das geht doch nicht und was weiß ich. Und der Professor, der war auch nicht gut aufgelegt und so, kannst du nicht nur das machen und was weiß ich. Das war die beste Entscheidung, weil ich bin ja dann auch erfolgreich geworden. Und das war eine schöne Zeit. Und ist eine schöne Zeit. Ist eine schöne Zeit, genau. Und das war die beste Entscheidung. Es ist dann bei mir im Jahr 2016 so gewesen, dass ich das Trompetenspielen aufgehört habe. Komplett? Komplett. Da bin ich noch, war ich in Moskau und da habe ich Akkordeon gespielt und noch Trompeten. Ich habe aber schon nicht mehr viel da, auch so die vorigen Monate mit Üben und so weiter. Und da habe ich gespannt, auch, das ist jetzt nicht mehr das. Gell? Und die Organisation war ja da und ich habe mir gesagt, weißt, ich schaue dann lieber, dass ein guter Trompeter was zum Spielen hat. Und habe mich halt aufs Akkordeon konzentriert und auf die Organisation. Genau. Dass das wieder so machen, super. Wie das wieder so machen? Ich habe gesagt, also eine schlechte Entscheidung hat es noch nie gegeben. Cool. Genau. Abschließend, lieber Max, welche Weisheit, welches Sprichwort, welchen Leitsatz möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben am Ende von deinem Podcast? Dein Zugang zur Musik machen? Der Zugang zu der Musik, ich sage jetzt einmal, das war bei mir immer so, dass die Freude an erster Stelle steht und das Zusammenkommen mit den Leuten, dass man seinen Spaß auf der Bühne hat, dann entsteht was Schönes. Freilich muss man fleißig sein natürlich, das ist schon klar. Aber dass halt einfach die gerechten zusammenfinden, eine Freude und eine Zufriedenheit, das ist wichtig. Gesund muss es sein und zufrieden muss es sein. Und ein bisschen Geld, das gelangt. Das ist ein würdiger Abschluss. Herzlichen Dank nochmal, Max, dass du Zeit genommen hast. Na, ich sag Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön für die Einladung da, bei dir daheim. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ebenso. Dass wir uns bald wieder sehen, dass wir wieder musizieren miteinander. Genau, dass wir uns bald wieder sehen. Auch deine Eltern, alles Gute. Mhm. Der ganzen Obermüller Familienmusik und ein wunderschönes 135-jähriges oder 136-jähriges Jubiläum. Ja, es wird, was uns die Zeit bringt, bleiben wir positiv, was anderes hilft uns sowieso nichts. Und dann schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ganz genau. Vielen Dank nochmal, Max, und auch ein herzliches Dankeschön an meine lieben Hörerinnen und Hörer fürs erneute Dabeisein. Und wir hören uns dann demnächst bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk.